Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Mal reingeschnuppert hier bei Heisenberg zockt. Technos 4 Reload heißt das Spiel, ist ein Murmelspiel, allerdings mit Sci-Fi-Setting und wirklich sehr futuristisch. Murmelspiele kennen wir ja, wir haben ja schon Marble Skies gespielt auf dem Kanal, da gibt's ein Video dazu. Das ist allerdings eher oldschool, während das hier halt tatsächlich wirklich, ja, sehr, sehr futuristisch ist. Anders kann man es gar nicht sagen. Erschienen ist das Spiel heute, an dem Tag, an dem das Video rauskommt. Und das gibt's bei Steam für, ich weiß gar nicht wie viel, aber allzu teuer wird das wahrscheinlich kaum sein, nehme ich mal an. Ja, dann lasst uns doch mal reingucken. New Game klingt gut. Wir starten's mal und man sieht hier schon, ja, Röhren, Zeugs und Sachen. Das Ganze ist, wenn ich's richtig verstanden habe, sogar eigentlich weniger ein Geschicklichkeitsspiel, als vielmehr auch ein bisschen ein Knobelspiel. So, da kommt unsere Kugel und man sieht, ja, das sieht doch bedeutend futuristischer aus als eben zum Beispiel Marble Skies. So, jetzt mal testen. Also ich war schon mal kurz drin, um zu gucken, ob die Aufnahme funktioniert. Aha, so hüpft man. Aber weit gespielt habe ich natürlich nicht. Ich wollte mich ja nicht spoilern. So, hier geht's mal runter. Das weiß ich noch. Und man sieht schon, das hat ein bisschen was von Terminator irgendwie. So, jetzt mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bin mal gespannt. Was machst du? Du machst, glaube ich, nichts. You cannot jump brakes. Disabled. Okay, also wir können nicht springen. Das ist natürlich schon mal Käse. To open the barrier, find the button and push it. Okay, wir gehen mal gucken. Da hinten hat es so Böller. Es hat auch ein bisschen was von einem Flipperkasten, wenn man das hier so sieht. Und ich liebe Flippern, das muss ich sagen. Noch von früher. Oh, wie komme ich denn hier am besten rüber? Die sind ja unterschiedlich gesteuert hier. Jetzt vielleicht mit Hüpfen. Ah! Na, okay, das war ja schon mal ein perfekter Anfang. Also, das können wir jetzt. Ja, das war aber irgendwie... Oh, jetzt ist der Lift weg. Okay, da können wir den Lift rufen. Das ist ja auch schön. Rufen wir mal. Weil ich glaube nicht, dass wir den Sturz überleben würden. Das Ganze hat durchaus... wie soll ich sagen? Ja, also man kann nicht einfach irgendwo runterspringen. Das funktioniert nicht. Da gibt es Fallschaden. So, jetzt hören wir hier. Das kennen wir jetzt schon. Das ist der Vorteil. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang und jetzt müssen wir da vorne gucken, wie wir da lang kommen. Irgendwie wird es funktionieren, hoffe ich. Wenn sie jetzt, ja, jetzt sind sie irgendwie anders gesteuert. Oder verteilen sich die? Also verstellt sich das irgendwann? Wahrscheinlich ja. Gut, das hätten wir. Einmal hier rauf und da gehen die Böller runter. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich nach da hinten düsen. Und das werden wir auch tun. Wir drehen mal die Cam und jetzt müssen wir halt wieder gucken, wie sind die geschaltet. Wieder nicht so ideal. Reicht das? Ich werde es gleich wissen. Jawohl, das reicht. Da bin ich ja beruhigt. So, weil hüpfen können wir nicht. Also da hätte auch hüpfen nichts gebracht. Was machst du hier? Nix, okay. Aber hier... Ah, hier können wir dann wieder hüpfen. Das ist interessant. Okay, hier rauf. Und dann werden wir wieder irgendwas aktivieren. Ja, beziehungsweise deaktivieren in dem Fall. Nämlich, dass die Böller wieder runtergehen. Und das machen sie bravourös geradezu. So, ja. Hä? Cam? Hallo? Oh Gott, muss ich das jetzt blind machen? Uiuiui, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Uiuiui. Auf alle Fälle habe ich da nicht gesehen, wo ich lang düse. Halb so schlimm, wir haben es geschafft. Hier werde ich wieder springen müssen. Ui, okay. Nee, doch nicht springen. Einmal Katapult. Sehr gut. Da liegt irgendwie so ein Glitzerstab und hier steht noch was. Das möchte ich noch ganz kurz lesen. Jetzt habe ich es aufgenommen. Emergon. Fuel for the Technosphere. If the Emergon ends, the Technosphere will collapse. Okay. Dann müssen wir diese blauen Dingens einsammeln. Einmal Hü-Hüpf. Und gleich nochmal Hü-Hüpf. Wie das der gute Flip früher bei der Biene Meier gemacht hat. Ah, sieht schon cool aus. Halt sehr futuristisch, wie gesagt. Da denke ich mir, da hätte man glatt auch noch ein anderes Spiel machen können. Also nicht, dass das jetzt hier, wie soll ich sagen, am Ziel vorbei wäre, das Spiel. Aber ja, irgendwie schreit das fast noch ein bisschen so nach, oh, das ist von krumm nach schief, das ist schlecht. Das schreit so ein bisschen nach, keine Ahnung, Tower Defense, dass man hier spielen könnte. So, das hat schon mal geklappt. Oh, da oben wäre noch so ein Teil. Komme ich da rauf? Nee, das hätte ich wahrscheinlich mit Schwung machen müssen. Okay, halb so schlimm. Wo sind wir hier? Wir gucken mal. Wir düsen mal hier rauf und schauen, was es hier gibt. Nochmal so ein Bommel da vorne. Ach, jetzt kann ich wieder nicht mehr hüpfen. Ah, okay, dann fahren wir hier halt runter. Cam drehen, Moment. Ach, die Box kann ich hier auch
bewegen. Ja, das kennen wir von Oceanhorn, dass man die Kisten... So, hier sind wir nochmal. Leider ist das Spiel abgestürzt. Ich weiß nicht warum. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal irgendwie. Vielleicht sollte man die Kiste hier doch nicht bewegen. Aber anders geht's gar nicht, habe ich das Gefühl. Da, die bewegt sich doch. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Jetzt vorher, hier ist es irgendwie abgenibbelt. Vielleicht habe ich auch zu wild gezappelt. Ich weiß es nicht. Also das Teil muss auf alle Fälle da rein. Ja, jetzt hat es geklappt. Oh, wir haben keine Energie mehr. Wir bräuchten Knubbels. Da haben wir so einen Knubbel. Sehr gut. Ja, bei Oceanhorn war das eigentlich ähnlich. Jetzt können wir da aber rüber. Also eben von wegen, dass man diese Kisten hier entsprechend hinstellen muss. Und dann kommt man da entsprechend auch lang. So, war bei Zelda schon so, ich weiß. Gut, eine alte Spielidee. Aber ja, gut, wenn... Ah, eben, hüpfen kann ich nicht. Gut, wenn man das irgendwie vernünftiger umsetzt. Jetzt haben wir wieder keine Energie mehr. Ich weiß nicht, wie sich das äußert. Ja, wahrscheinlich... indem wir schlicht und einfach abnippeln. Also, dass die Kugel vielleicht explodiert. Aber jetzt haben wir gerade wieder so ein Teil aufgenommen. So. Falsche Richtung mit der Kamera. Moment. Diesen hier. Und jetzt müssen wir da doch eigentlich rüberkommen. Ja, jetzt hoffe ich, wir kriegen noch mal irgendwo ein bisschen Energie. Sonst wird das schwierig. So, da ist aber nichts mehr. Und hier vorne, unten, was ist das hier Interessantes? Oh, was muss ich hier? Ach, okay, Gleichgewicht behalten irgendwie. Gar nicht so einfach. Oh, das ist irgendwie sowieso... Boing! Irgendwie gucke ich aus der falschen Richtung kommend. Moment, können wir jetzt aber noch rüber? Ja, ja, das wurde jetzt nicht zurückgesetzt. Das wäre auch ein bisschen zu bunt, muss ich sagen. Also, raus mit dir und wieder rein. Jetzt haben wir, glaube ich, auch die Energie wieder. Also, das ist, glaube ich, besser, man guckt von hier, weil sonst sehe ich ja gar nicht, wo ich hinspringen muss da oben. Try to keep the balance. Okay, wir tryen mal to keep the balance. So, jetzt hier oben. Oh, boah, das ist aber relativ happig. Heiliges bisschen, wie soll man denn da beim dritten drin bleiben, drauf bleiben? Keine Ahnung. Müssen wir nochmal testen. Ah, nicht schubsen. So, ich denke aber, die Cam hier, die ist tatsächlich am besten. So, also... Mal nicht labern, sondern Balance behalten. Boah, das ist aber tatsächlich heavy. Muss ich da irgendwie noch einen Knopf drücken oder irgendwas? Ja, ich habe es kaum gesehen. Ich habe gehört, dass das Spiel nicht ganz ohne ist. Aber eigentlich eher, dass die Knobelsachen, glaube ich, relativ schwierig werden können. Das hier ist natürlich reine Geschicklichkeit, aber Keep the Balance ist relativ schwierig. Ich weiß nicht... inwieweit hier die Mitte Ausschlag gibt. Also, dass wir wirklich die Mitte haben. Oh, das hat aber fast gereicht. Okay, einmal teste ich es noch. Das, ja, belebt dann doch meinen Ehrgeiz. Das gebe ich zu. So, nochmal kurz bremsen. Der hätte uns, glaube ich, tatsächlich runtergehauen. Aber man sieht schon, Last Sphere. Das heißt, nachher werden wir wahrscheinlich wieder ganz am Anfang zurückgesetzt. Wenn wir das jetzt verdatteln, dann schauen wir mal. Also die gehen relativ easy, aber hier das letzte, das ist relativ schwierig. Ja, jetzt hat es doch noch geklappt. Hurra, okay, da haben wir wieder Energie und jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, was macht was. Okay, hier einmal drehen, da oben haben wir Leuchtesachen. Okay, und zu wild. Ah, okay, Bats und da sind wir down. Ja, und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt? 3 Leben, glaube ich, verdattelt. Okay, schade, aber ist so. Wir pressen One Key und sehen. Ja, wir würden tatsächlich wieder beim Anfang anfangen. Ja, liebe Freunde, das war's also mit Technos 4 Reload. Irgendwie cool, aber sicher nicht ganz einfach, wie man gesehen hat. Aber wer gerne solche Spiele mag, der ist ja sicherlich nicht falsch am Platz. Ich danke euch fürs Zusehen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in einem anderen Video wieder mal. Macht's gut, bis denne und tschüss.